Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt, meine lieben Freunde, zusammen mit dem Harry. Hallo. Ja, meine lieben Freunde, ganz kurz, heute 100. Folge, 100 Folgen True Farming, schon über 100 Folgen eigentlich, aber heute kommt die Special-Folge eine Stunde lang. Es wird heute einiges passieren, bleibt auf jeden Fall dabei, guckt von Anfang bis zum Ende, damit ihr auch wisst, was hier abgeht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, schaut zu. So, ey Harry! Jo, was los? Sag mal, schaffst du das da mit deinem mit dem Deutz und den Flug? Ja, das geht. Das ist halt ein bisschen, ja, der Flug ist halt ziemlich klein, ne? Ja, der ist ziemlich klein, weil sonst hätte ich dir gesagt, ich gebe dir den MB-Track. Dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit hier unten das Rapsfeld düngen. Der hat nämlich Pflegebereifung. Und ja, dann würde ich nebenbei, nachdem ich mit Düngen fertig bin, direkt mal Stroh da aufsammeln. Das können wir auch machen. Wenn du den nicht mal brauchst, den MB-Track, dann tausch mal. Ja, ne, im Moment brauche ich nicht. Ich setze mal eben den Sammelwagen da ins Feld. Ja. So. Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen angenehmer. Ach, da bist du ja schon. Ich fahre mal dahin zum Flug. Ich glaube, das ist auch ein bisschen angenehmer dann für dich, oder? Ja, mit Sicherheit. Wir können ja dann für die Zukunft auch mal sehen, dass wir den Flug dann auch mal auswechseln. Ja, Harry, es tut mir echt leid, dass ich dir so ein Feld mit dem kleinen Flug da machen lasse, aber. Die 16.000 haben wir im Moment nicht. Alles gut, alles gut. Ich habe schon mit noch kleineren Flügen gearbeitet. Ah, Harry, ich habe total was vergessen. Ich war ja eigentlich beim Händler dran, du. Ich bin gleich wieder da. Ja. Der soll die Scheiße eigentlich scheiße. Ja, der will den nicht hochfahren. Ich soll den dann hochfahren. Wie? Du sollst den hochfahren? Ja, der stellt dir hier nicht, der stellt dich doch nicht an. Ich hol schnell das Schneidwerk. Der braucht den auch nicht hochfahren. Ja. Wahnsinn. So, hier muss noch Bindemittel hin. Scheiße, ja, ey. Kommst du auch zu nix, ey. So, gut. So, sieht gut aus. Müssen wir dann nur noch wieder zusammenkehren und dann ist eigentlich. So, ich hole uns erstmal einen größeren Drescher, Harry. Ja, schön. Oh, alles. Ich hole jetzt noch eben schnell das Maisschneidwerk. Ich habe eine komplette Kombi gekauft. Also, Schneidwerk für Mais und für Getreide. Ja. Und Schneidwerkswagen, neuen Drescher. Sehr schön. Für 180.000. Das ist doch ein Schnäppchen. Ja, ein bisschen Geld bleibt sogar noch über. Ich bin echt am Überlegen, für eine größere Seemaschine oder weiß ich nicht, oder eine größere, was meinst du? Größere Einzelkorn für Mais und Rüben und sowas, oder sollen wir eher eine für Weizen und sowas ranholen? Was meinst du? Ich würde eher erst einmal eine größere Einzelkorn-Saatmaschine holen. Für den Mais und so, ne? Ja. Die ist uns mehr von Nutzen. Ja. Gehe ich auch von aus. Ja, da gehe ich auch von aus. Ich weiß ja nicht, ob der Händler da vielleicht irgendwo noch eine gebrauchte hat. Ja, sobald ich jetzt den Deal hier fertig habe mit dem Drescher, gucke ich, wie viel Geld noch über ist und dann holen wir uns erstmal eine größere. Okay, alles klar. Und dann, ja, fangen wir erstmal an. Aber es tut mir echt leid, dass ich dich da mit dem kleinen Flug da die Felder machen lasse. Ich habe echt ein bisschen schlechtes Gewissen. Tut mir echt leid. Ach wo, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich habe in meiner Vergangenheit schon mit kleineren Fliegen gearbeitet. Da geht das ja schön. Okay. Aber klar, ja, du hast, wenn du da mit dem Feld fertig bist, hast du noch zwei Felder vor dir, ey. Ja. Boah, Harry, ey. Das kriegen wir alles hin. Die Hauptsache ist, dass wir dadurch Geld sparen. Ja, Geld sparen wir dadurch wirklich, ja. Weil da kommen wir sehr gut voran. Wenn ich das gehört habe, was die Lohnunternehmen haben will, das ist ja Wahnsinn. Ja, 16.000, das ist ein bisschen viel, ey. Da,
Ja, da krieg ich fast eine gebrauchte Sämaschine für beim Adler. Ist viel zu viel, deswegen. Lieber mit dem Kleen selber machen. Ja. Und Geld sparen, umso eher kommen wir voran. Aber ich habe mir mal so überlegt. Ja. Wir haben doch so. Wie ist denn das hier mit der Stromproduktion hier in Schmatzing? Läuft das über eine Biogasanlage? Also gibt es hier in Schwatzing eine Biogasanlage? Es gibt hier eine Biogasanlage, ja. Wer betreibt denn die Biogasanlage? Das ist jetzt ehrlich mal gesagt eine gute Frage, du. Weil ich dachte mir so, wenn wir könnten doch vielleicht auch mit dem Bürgermeister vielleicht mal drüber reden, ob wir nicht Lieferant für die Biogasanlage werden und dafür halt auch nochmal als Einnahmequelle. Wissen Sie was? Harry, Alter, du machst dich hier immer mehr bezahlt, Alter. Super. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Klar, Biogasanlage. Ja, Harry, gute Idee. Ob man da nicht vielleicht einen Deal machen kann, dass wir da die Silage hinbringen, ne? Genau. Und vor allen Dingen, dass wir den Deal vielleicht so machen, dass das nur uns obliegt, dass wir der Hauptlieferant sind. Harry! Harry! Jo. Wenn ich dich befördern könnte, würde ich es jetzt tun. Ja, alles jetzt für die Firma. Harry, das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Das ist... Darum... Da kann man nämlich auch immer die Grasmat und alles, wenn wir es dann selber nicht brauchen, das können wir dann nämlich alles immer gleich die Biogasanlage füttern. Und ja, dachte mir so, das wird vielleicht eine gute Einnahmequelle. Das ist echt gut. Das ist mehr als gut, Harry. Weil ich denke mal, da umso eher kommen wir da nämlich auch voran mit dem Geld. Ja. Wirklich gut, Harry. Da werden wir gleich mal was raus an. Ne? Kann man eigentlich genau mit Biogas machen? Ja, mit Biogas kannst du, das läuft ja dann auch über, also so eine Biogasanlage läuft ja so, dadurch, dass das gärt und alles, werden ja auch Motoren angetrieben und die Motoren wiederum erzeugen ja Strom. Ja. Und das kann man ja wiederum ins Netz einspeisen. Gute Idee. So. Deswegen dachte ich mir, dass wir uns da vielleicht so das Privileg von der Stadt sichern, dass wir quasi so der Hauptlieferant für den Strom mit sind. Also, dass wir daran beteiligt werden. Ja, gute Idee, Harry. Weil so ist eigentlich das Grundprinzip einer Biogasanlage. Ich glaube sogar, mit den Gärresten, die wir dadurch erreichen, könnten wir vielleicht sogar auch noch aushandeln, dass wir die Gärreste gleich als Dünger nutzen können. Genau. Harry, super Idee. Ich bin mal bei mir, schnell, bin gleich wieder da. Jo. Ja. Bald. Moin, Männers. Sie sind beschlagnahmt. Moin. Moin. Beschlagnahmt? Ja. Als Pfand. Genau. Oh, das ist ja Adler.
Hallo, Herr Adler. Warten Sie, Herr Lassenstein, wir machen das anders. Ich habe Ihnen alles runtergebracht. Ja, sehr schön. Das Geld, haben Sie das schon? Nee. Aber welches Geld meinen Sie? Mit dem Sie den Dresch oder neuen kaufen? Achso, ja, das habe ich ja. Okay, also gut, dann verkaufen Sie das jetzt mal. Ja. Dann bekommen Sie das Geld auch dafür. Jo. Ja, schön. Jetzt müssen Sie mir noch mal kurz sagen, was Sie den MF Activia. Wir haben ausgemacht den den MF Activia mit allen Schneidwerken, Schneidwerkswagen für 180.000. Genau. Also ich muss das jetzt mal über Sie kaufen, das kostet dann mehr. Ja. Aber ich gebe Ihnen die Differenz wieder zurück, weil anders geht es nicht, weil der Besitz muss ja über Sie laufen, verstehen Sie? Ja, verstehe ich. Herr Hirschfeld! Ja? Gibt's? Haben Sie gleich Zeit für mich? Ja, ich hab die SMS schon gelesen. Achso. Soll ich bei Ihnen am Hof vorbeikommen oder nur an? Wäre mir angenehm, wenn Sie mal eben zum Hof kommen würden, weil es geht sich diesmal um was wirklich Wichtiges und das möchte ich gerne unter vier Augen mit Ihnen aushandeln. Herr Friese, es dreht sich bei Ihnen immer um was wirklich Wichtiges. Herr Hirschfeld! Das hilft der Stadt Schwarzingen, ich habe eine Idee. Oh Gott. Ja, natürlich sage ich. Oh Gott, wie schön. Ich sag mal bis später, ja? Ja, bis später. Okay, das wäre Ihr Mähdrescher hier, Freezy. Den dürfen Sie auch so gleich mitnehmen. Ja. Jetzt haben wir 360.500. Genau. Jetzt überweise ich Ihnen 80.500 zurück und dann stimmt, das liegt da richtig. Ja, das Maisschneidwerk fehlt ja noch, ne? Ah ja, stimmt, genau. Aber dann, ja, wird stimmen. Wollen Sie das Maisschneidwerk jetzt auch gleich mitnehmen? Würde schon Sinn machen. Ich wollte das jetzt hinten drauf, wollte ich mitnehmen. Alles schön passend. Ich muss zum Landhandel. Ich bin nur in der Feuerwehr. Kann ich das so lange hier eben stehen lassen? Ist das möglich, Herr? Ja. Herr Fries, ich habe ganz starke Kopfschmerzen. Verstehe Sie gar nicht mehr. Okay, hallo? Herr Fries, ja, hallo? Hallo, Herr Arthur? Ich habe ganz starke Kopfschmerzen. Ja. Herr Adler! Wir schauen das an mit dem Geld und dem Schneidwerk. Ja, wir machen das gleich weiter, okay? Ja. Ich muss zum Feuerwehreinsatz. Ich bin gleich wieder da. Uiuiui. Ein Unfall. Stuart! Ach, Harry! Ja. Hör mal, ich bin ja bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich hab einen Einsatz. Ich muss los. Alles klar, ich. Da steht schon die Hälfte vom Drescher und so, steht schon alles beim Herr Adler. Wenn du Zeit hast, dann kannst du mal abholen gehen. Ja, na klar, mach ich. Ja.
Puh, schnell umziehen. Oh, wer parkt denn den? So, hier rein, hier komme ich gar nicht rein. So. Zack, 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 zack. Oh, schnell anziehen. So, den Helm nicht vergessen. Auf geht's. Oh, ich häng hier einfach. Mach denn so eine Scheiße. Der Tüter da wäre jetzt nicht schlecht. Hammer. Was machst du denn hier? Rainer, fang gegen jetzt! Ich hab mich überschlagen! Meinst du, das kriegen wir hin hier geregelt? Ja, ja. Nee. Dann lauf! Dann gib mir deine Karre! Dann. Danke, tut mir leid! Oh Mann, ey. Oh Mann. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Hallo? Ja! Hallo! Moin! Ja, du, Moin. Bist du bei der Feuerwehr? Du bist ja mit dem Auto gekommen, mach da mal was! Okay, ich mach was. Wer ist denn verletzt? Wo ist denn hier was los? Der Bockmeister, der ist rausgeschnitten. Oh, was ist hier passiert? Der sitzt doch hier schon drunter. Erste Hilfe geleistet, Männers! Ja, geht ja nicht, wir kommen nicht da rein. Ah, warte, dann hol ich mal eben den Schneider hier. Ja. Oh, jetzt geht's los. Kannst du das Blaulicht mal ausmachen hier? Ja, das ist ja wieder auf der Party, Alter. So. Ich schneide jetzt hier das Dach auf, Männers. Ja, mach langsam. Da rein, wenn ihr Mitarbeiter. So, warte, ich halte hier, ich pack mit einem. Ja, danke, hier. Danke. Ja, das hört sich gut an. Ja. Was ist denn jetzt passiert hier? Der Bobmeister ist da drin. Kommst du durch? Ich komm durch. Ja, ja. Scheiße, ich muss die Augen zu machen, das pumpt die Sau, Alter. Tut mir leid. Moment, mal eben auf jeden Fall, so, müsste ab jetzt sein. Dass es nicht wieder zurückgeben kann. Okay. So. Ihr macht das, oder? Ich stell mich hier mal beiseite. Der sieht echt ja, nicht gesund gut aus da drin. Hallo, Herr Hirschfeld hier. Herr Fuhrmann, lieber hier in das kurz. Auto. Herr Hirschfeld. Wenn der Blut kommt, falle ich um. Sollen wir ihn da rausziehen, oder was? Ja, bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich trete nochmal einen Schritt zurück. Herr Fuhrmann, prüfen Sie mal eben die Vitalfunktion. Ich prüfe mal eben die Körperfreigängigkeit. Ja. Weißt du, er ist natürlich unten an der Pedale klein, wenn ich habe hier eingeklemmt. Mist. Hast du das gesehen, was hier passiert ist, oder wie?
Ich bin dazugekommen, der Radlager lag auf der Seite und der saß da drin und war nicht mehr ansprechbar. Hey, ich war noch keiner da. Miguel, Fritzel, mal eben vom Feuerwehrautos bitte Schere, Spreizer runterholen, dass wir die Pedale zur Note mal wegkriegen. Ja. Was denn? So, hier. Ich krieg keinen Puls. Keinen Puls. Scheiße. Gib mal hier das Ding. Ja. So, halten Sie den Fuß ein bisschen auf Seite, Herr Fuhrmann. Ich setze hier mal eben die Schere an. Oh Gott, ist das spannend. Rainer, das ist dein Angestellter. So, das Pedal ist weg. Fritzel, hol mal eben eine Kette. Wir müssen den Lenkseite was wegziehen. Kette. Bitte. Ah, eingehängt. Gehen wir da mal dran. Soll ich zurückfahren? Dran. Und nehmen wir die Lenkseite mal was vor. Scheiße. Ich hab mal das Fahrzeug abgeschützt, dass es nicht mehr umkippt, dass ich was arbeiten kann. So, Herr Fuhrmann, er liegt jetzt am Rücken in der Kabine. Beginnen Sie mal die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ja. Zement, hol mal eben einen Ammo-Beutel. Scheiße, ey. Drücken die da auf dem rum, ey, da kannst du nicht hingucken. Ja. Eine Frage, haben Sie das jetzt schon gesehen? Ja, natürlich, war ja der Erste, der hier war. Herr Friese, ich habe auf jeden Fall aus dem Nachbarort noch den Notarzt nachgerufen. Wir beleben jetzt erstmal weiter. Ich weiß nicht, die Herren, Sie waren ja eng verbunden mit dem Herrn Meister, falls das ich hier nicht so ganz so klappen sollte. Ob Sie sich dann lieber erstmal, was weiß ich, auf einen Kaffee irgendwo treffen und drüber sprechen. Ich würde dann später auch nochmal auf Sie zukommen und können gerne über alles reden. Also Hilfe brauchen Sie keine mehr? Im Moment nicht, alles ist vorbereitet, vielleicht nachher für die Bergung und so weiter und so fort, aber ich sag mal, bei den eng betroffenen Personen ist das ein bisschen hart. An. Ne? Oh, nee, dann muss ich. Klaus, fester drücken. Wo ist der Zement mit dem Ammobeutel? Scheiße. Zement! Hau rein jetzt! Komm her mit dem Ammobeutel! Ich mach mal einen großen Weg rum hier. Alter. Herr Krachen, können Sie irgendwie die Spritzzufuhr unterbrechen, dass wir das Fahrzeug ausbekommen? Irgendwie einfach mit der Klemme oder was weiß ich was, Diesel zu drücken? Ja. Hat der Colin noch da? Immer schön weiter drücken, ne? Immer schön weiter drücken. Warte mal, hier hinten ist der Haupthahn. Der dürfte gleich. Eieiei. Das war ja ein schwerer Unfall. Natürlich fail ich wieder, weil ich mich überschlage mit meinem Feuerwehrauto, ey. Fuck. Muss man echt vorsichtig mit den Dingern fahren. Tut mir echt leid, ey, das bereue ich jetzt gerade, dass das passiert ist, mein lieben Freunde. Sorry, tut mir leid. Das war nicht der Plan, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Kein Puls bei dem gespürt. Ich hoffe, da ist alles gut, ey. Reaktion hat er auch keine mehr. Eieieiei. Und wir hoffen, dass alles gut ist bei ihm. Und nichts Schlimmes passiert ist.
Schön. So. Harry! Ja? Bin wieder da! Oh, und? War hoffentlich nichts Schwerwiegendes. Oh, ich kann's dir noch nicht sagen, du. Schwerer Unfall war da. Oha. Sollen wir mal schauen, was da jetzt passiert. Klingt ja gar nicht gut. Nee, klingt überhaupt nicht gut. Ja, die haben keinen Puls gespürt, haben sie gesagt, und ja. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Oh, das klingt wirklich nicht gut. Nee. Er hat auch keine Reaktion mehr gezeigt. Darf man denn fragen, was genau passiert ist? Ich weiß nicht, er ist in seinen Radlader umgekippt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ah, okay. Werden wir bestimmt noch erfahren, aber... Puh. Wie das jetzt genau zum Unfall passiert ist, was kann ich dir nicht sagen. Ah. Mensch. Da ist man ja gleich ein bisschen betrübt jetzt, ey. Ja. Man weiß nur, dass es der Bob der Meister war. Ah, ist das hier auch aus Schwatzingen? Ja, der ist ja aus Schwatzingen. Der hat beim Bauhof gearbeitet mit dem Rainer Zement zusammen. Ja. Ja. Das ist ja heftig. Das ist echt heftig, sehr tragisch. Hoffentlich, ja. Hoffentlich geht's ihm weiter gut, du. Ja, hoffen wir mal das Beste. Ja. Nicht, dass da noch was passiert. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe die ganze Zeit Gedanken mit dem Jungen jetzt. Ja, das verstehe ich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin selber gerade. Ich kann zwar jetzt nicht weiter persönlich, aber es betrifft ihn immer gleich, wenn man sowas hört. Ja. Deswegen kann man jetzt nur das Beste hoffen. Das erste fährt ja schon fast fertig, Harry. Ja, na klar, aber ich muss dann erstmal in der Werkstatt runterfahren, weil ich sehe ja hinten gerade zwei Schare wackeln. Die muss ich dann erstmal reparieren. Ja, okay. Die würde ich dann erstmal reparieren und wenn ich den repariert habe, fliege ich dann einfach mal fix runter zum Händler. Ja, ja. Und hol mal noch den Mähdrescher hoch.
Oh, er ist tot. Mhm. Oh Mann. Hat er jetzt echt geschrieben, gibt es was zu erben? Also dieser Pfeffer ist, also, ja. Fehlt mir jegliche Wortart. Ist doch dreist. Und ich wollte ihn noch einstellen für unseren Betrieb hier. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ich glaube, spätestens jetzt hätte ich ihn mit einer Missgabe verjagt. Sowas macht, sagt man wirklich nicht. Nee. Das ist gemein. Das ist einfach pietätlos. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Daran sieht man aber ganz ehrlich mal wieder, dass man eigentlich jeden Tag genießen sollte, ne? Oh ja. Harry, da hast du recht, da hast du recht. Ach, Bob der Meister, ich weiß noch, wie er hier war und wegen der Silo hier rumgemacht hat bei mir auf dem Hof. Sehr, sehr tragisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh yeah, wir müssen auch neue Pflanzenschutzmittel kaufen. Wie sieht's überhaupt aus? Haben wir noch Kalk? Muss ich auch kaufen. Oder? Dünger muss ich auch kaufen. Oh, Saatgut habe ich noch. Scheiße. Mal gucken, dass da Kalk nicht so teuer ist, weil wir haben immens viel zu kalken. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, die alle Felder, die du jetzt gerade pflügst, müssen gekalkt werden, ne? Ja, genau, deswegen. Denn das ist schon. Ja, das ist schon eine gewaltige Fläche. Also, ne, Kalk habe ich nur noch ein Ding hier.
Ne, ich muss nachher mal einkaufen. Dünger habe ich hier noch ein bisschen. Ich mal eben das Feld mit düngen. Jetzt denn eigentlich dem Herrn Harald im Urlaub? Der hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, ne? Ich glaube, der kommt. Der kommt in ein paar Tagen wieder, also er ist bald wieder hier. Ah, das ist doch schön. War mir sehr sympathisch. Oh, Harald, der geht. Also, wenn du mit Harald ein Problem bekommst, dann bist du mal, glaube ich, selber schuld. Ja, das glaube ich auch. Der hat so eine ruhige Art an sich gehabt. Ja. Das ist schön, ja. Das stimmt. Der Harald ist ein ganz ruhiger. Ja. Ja, das Feld habe ich jetzt gleich fertig. Zieh gerade die vorletzte Bahn. Hast ja noch zwei vor dir. Ja, die geht schnell. Ach, da machen wir die Nacht durch. Wir haben doch Licht am Trecker. Ja, der Adler musste kurzzeitig zum Arzt, so wie ich das mitgekriegt habe, sonst hätten wir schon den neuen Drescher hier. Der hat nämlich Kopfschmerzen gehabt, wo wir gerade am Handeln waren. Ach so. Aber abholen können wir den Drescher dann schön. Ja, das steht da. Es fehlt halt noch das Maisschneidwerk, ne? Das müssen wir da wieder runterfahren, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Ja, dann könnten wir ja eigentlich eher warten, bis der Herr Adler vom Arzt wieder da ist. Genau. Weil so sparen wir uns den Weg. Genau. Genau. Sparen wir uns da den Weg. So, das Feld ist Unkraut gespritzt und gedüngt zu 100%. Ja, läuft ja. Das läuft ja. So. Das kann das schon mal wachsen. Da kriegen wir Raps runter. Dann müssen wir gucken, dass wir die 30% noch Verkauf kriegen. Für die Pacht bezahlen. Ja, eigentlich haben wir noch mehr Geld auf dem Konto. Eigentlich haben wir noch knapp 100.000. Mhm. Aber müssen wir nachher dann mal schauen, wie wir das machen, bis wenn der Herr Adler wieder da ist. Ja. Ja, ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg. Ja. Es läuft langsam. Wenn wir das mit der Biogasanlage durchgeboxt bekommen. Das wäre super, Alter. Da haben wir schon ein gutes Stück geschafft. Das zeige ich dir.
sieht das denn aus hier bei den Schweinchen? Oh, wir haben schon 40 Schweine. Ja, moin, läuft. 40 Schweine, Reproduktionsrate von 4 Stunden. Oh, wunderbar, wunderbar. 40 Schweine. Könnten wir doch eigentlich auch mal ein paar Tiere verkaufen, oder? Wie ist da so der Preis? Oder was haben Sie explizit mit den Schweinen vor? Ja, die Schweine lassen wir erstmal hochkommen auf 200. Mhm. Wenn wir 200 haben, ist die Reproduktionsrate ziemlich schnell. Ich sag mal so, ich glaube, dann würden wir alle 15 Minuten ein neues Schweinchen bekommen. Und dann verkaufen wir immer mit einem Schlag 100 Schweine. 300 Schweine passen im Stall und dann immer 100 Schweine verkaufen, verkaufen, verkaufen. Weil bei einer Reproduktionsrate von 15 Minuten hast du da fast einen Dauergewinn. Aber das Problem ist, du musst das halt auch stemmen können. Ne? Deswegen müssen wir ein bisschen vorproduzieren, damit wir genug Mais und alles im Lager haben und Stroh und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine? Ja. Müssen wir gucken, dass wir das uns darauf hinarbeiten, dass das nachher alles passt. So, ich werde mir jetzt mal eben schnell oben weiter Stroh sammeln. Kümmern wir mich nur erstmal fix um den Pflug. Ja. Ah, die Schafe, ah, die muss ich abnehmen. Da muss ich neue nehmen. Neue. Ich hab ja gesehen, Sie haben ja noch 3 Stück hier im Schuppen liegen. Die würde ich gleich nehmen. Ja, nehmen Sie mal. Ich habe, glaube ich, im Schuppen auch noch ein bisschen Farbe, dass wir vielleicht mal den Frontlader ein bisschen in schwarz lackieren oder irgendwie sowas, weil das rot, das geht mir auch auf den Sack. Ja, na klar, kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ja, die Schrauben müssen abschleifen. Noch eine. So, packen wir dich hier hin. Die neuen Schrauben noch ein. Ah, super. Klappt alles da unten? Wunderbar. Hab alles ausgewechselt. Besser kriegt das hier kein Landhändler hin. So will ich das hören. Ist die Wiese unser? 10? Nee. Nee. Das schauen wir unser. Das nächste Feld. Harry, es tut mir so leid. Ach, kein Problem. Wie gesagt, die Hauptsache ist, dass wir dadurch Geld sparen und das machen wir. Ja, das machen wir wirklich, ja.
So. Einmal Stroh habe ich schon vom Feld runter. Schmeiße ich jetzt schnell ins Lager. Ah, jetzt flutscht der Flügel wieder wunderbar in die Erde rein. Herrlich, ein Träumchen. Wunderbar. Eieiei. Ich glaube fast, da hättest du ein paar mehr Bahnen hexen können. Das kriegen wir alles gar nicht mehr ins Lager rein. Aber gut, besser zu viel als zu wenig, ne? Was zu viel ist, können wir doch vielleicht irgendwo verkaufen, oder? Ja. Könnte man sowas auch in die Biogasanlage bringen? Ja, eher weniger. Eher weniger. Eher weniger. Mehr Gas, ja. Für Biogasanlage macht sich immer am besten Mais oder allgemein Häckselgut wie Gras oder Luzerne zum Beispiel. Okay. Wenn man da nämlich dann schön die Bakterien mit zugibt, dass die Bakterien das ordentlich zersetzen und sich dann die Gase entwickeln, da bekommt man dann ordentliches Biogas bei raus. Und ich sag mal so, wir wollen ja auch für Qualität stehen. Das stimmt. Das stimmt. Na komm mal, dann legen wir uns ins Bett. Genug gearbeitet für heute. Jo, das ist ein Wort. Ach, ich bin so müde, ich schlafe auf dem Feld ein. Ah ne, vielleicht habe ich es ja. So. Erstmal ein Rütchen Eier machen, du. Drückt hier einer nicht auf, ja. Da gibt es wohl noch jemanden, der nicht müde ist.
Hallo? Herr Fritzl? Ja. Sind Sie auch müde? Ich bin müde, ich drücke hier die ganze Zeit schon auf Ja, aber jemand macht das Licht immer wieder an hier. Bei mir ist dasselbe. So. Jo. Ah, jetzt. Gut. Alles klar. So. Boah. Und weiter mit der Arbeit. Erstmal gucken. Für Schweine, das haben wir da neu dazu bekommen. 3 neue Ferkelchen. Wunderbar. Bin schon bei 43. Es läuft langsam. Wird ja immer schneller hier. Wir haben 3 neue Pakete, haben wir auch an Eiern. Sollen wir bald mal verkaufen fahren. Da kriegen wir auch noch eine ganze Menge von. So. Wo war denn jetzt das Treffen? Moin, moin, Herr Fritzl. Moin. Kommst du mit zur Trauerfeier? Ja, natürlich. Das gehört sich einfach so. Ja. Weißt du, wo die war? Nee, nicht unbedingt. Die wird doch bestimmt... Ja, eine Kirche wahrscheinlich. Ich glaube auch. Such mal ganz kurz in den Hirschfeld an und frag mal nach. So. So, rufen wir mal den Hirschfeld an. Hä? Komm immer! Gib mir aber drück mich wieder weg, der Spasti! Mann, 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 Mann! Der Zement! Hirschfeld, hallo? Guten Tag, Herr Hirschfeld. Alles gut bei Ihnen? Soweit so gut, ja. Soweit so gut, ja. Der Trauerfall natürlich. Sagen Sie mal, ich höre Baldi im Hintergrund. Der ist ja auch traurig, oder was ist da los? Ja, ich habe den gerade mal ein bisschen getröstet. Ja, ich wollte ganz kurz fragen, wo genau die Trauerfeier denn ist. Harry und ich, wir wollten eigentlich mal los. Stiefel, haben uns gut eingekleidet. Vor dem Landhandel. Vor dem Landhandel? Ich dachte, eine Kirche. Sie werden sehen. Okay, dann treffen wir uns beim Landhandel. Alles klar, Herr Hirschfeld. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, Harry. Ja, hier ist er. Wir müssen zum Landhandel. Okay. Also, ich laufe schnell hoch. Ja, ich komm gleich mitgelaufen. Ja, komm mal. Wir laufen über die Felder. Dann sind wir schneller her. Ich bin schon ein bisschen nervös jetzt hier vor der Feier. Mal schauen, was da passiert, du. Ja, das feiern sie nie unbedingt toll, aber es ist halt schon in Ordnung, wenn wir die letzte Ehre erweisen. Ja, auf jeden Fall. Muss einfach. Abend. Was, Nice?
Das war aber knapp. Abend. Abend. Jetzt bin ich angefahren, wärst du in deinem Leben nicht mehr glücklich geworden. Was ist denn mir da vor das Auto gelaufen? Er ist tot. Ist doch egal. Sie wissen schon, dass der Fußgänger immer recht hat und wenn sie einen tot fahren, zahlen sie ihr Leben lang. Ja. Wenn er tot ist, ne. Wer? Sicher, an meine Angehörigen. Doch, die haben... Kann mal einer diesen Scheiß-Miststreuer woanders hinstellen? Hallo, wir sind was, auf einer Beerdigung. Kannst du dich mal ein bisschen benehmen? Entschuldigen Sie. Kommt hier hin, fährt die Leute an, flucht hier rum. Der Freezy ist auch anwesend. Guten Tag. Oh, ist aber knapp hier. Ah, Herr Fieber, ich habe gerade gesehen, Sie haben beim Hirschfeld die Tür angeschlagen. Fährt nicht hier was zusammen, der Mann? Hallo. Herr Ringerle. Alter. Hallo. Kommen Sie mal mit. Nein. Ach, kommen Sie mal mit. Nee. Kommen Sie doch mal mit. Ja. Heißt die wandern. So. Guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Miguel. Oh Mann, ey. Der ist tot, Alter. Ja, ich hab schon gehört, ne? Ja, Mann. Was ist er denn gestorben, wenn ich fragen darf? Du zisch mal ab hier. Warum? Guten Tag. Dir will keiner was zu tun haben. Ja, du Verbrecher. Ich weiß nicht, Tam, hier ist jetzt ein Trauerding, so irgendwas, keine Ahnung, was sie hier vorhaben, Mann. Der Freezy, der kommt doch eh nur, damit er irgendwas noch abstauben kann. Herr Pfeffer, bitte. Also, okay. Herr Pfeffer, ich würde sagen, ein bisschen Kontenance, oder? Tut mir leid, wir klären das später. So. Ich steh mal zu meinem Hirschfeld, ja? Ja. Geh mal rüber. Hallo, Hirschfeld. Hallo. Hallo. Und alles gut bei Ihnen? Mach ja, soweit so gut, ne? Man muss ja stark bleiben. Für die Gemeinde. Moin Hirschi, komm mal in meinen Arm. Moin. Komm, lass drücken. Boah. So traurig ist das. Moin, kommt der Rest doch mal eben ganz kurz hier rum. Versammelt euch mal hier so im Halbkreis, bitte. Sind hier noch nähere Verwandte? Weiß ich, wie weit der Rainer hier vielleicht. Rainer? Ja. Was machst du da hinten? Ja, jetzt komm her, Mensch, es ist schwer. Wir wissen es, komm. Mein herzliches Beileid, wenn Sie Angehöriger sind. Mhm. Naja, ist ja der Chef, ne? War sein Angestellter. Ah, wie gesagt. Ah, Rainer, mein Beileid, ne? Auf jeden Fall mein Beileid hier, Rainer. Das ist schwer zu verkraften. Rainer, mein Beileid. Rainer, auch von mir mein herzliches Beileid. Ja. Mein Beileid, Rainer. Von mir auch mein Beileid. So, liebe Gemeinde, hört mir mal aufmerksam zu. Als erstes möchte ich mich natürlich recht herzlich für den super Einsatz von Ihnen allen bedanken, den Sie in der Feuerwehr leisten und immer Ihr Möglichstes tun, aber manchmal ist das, was möglich ist, halt auch nicht genug. Das ist auch der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben, und zwar wegen dem Ableben unseres guten Freundes, Kollegens, Dorfkumpans, Mitarbeiters, Bob Meister. Auf dieser Stelle hier habe ich natürlich diese Nacht ein Denkmal für ihn errichten lassen, in Form dieser Sandburg. Aus Beton habe ich es gießen lassen, weil ich weiß, dass er immer sehr gerne mit Beton gearbeitet hat. Und bevor noch irgendeiner redet, würde ich gerne auf meinem kleinen Jagdhorn hier zuerst Jagd vorbei und das Halali blasen. Ich bitte um Ruhe. Danke. Nun noch das Halali. Vielen Dank. Das war wunderschön. Danke. Schau. Sehr rührend. Echt schlimm sowas. Das ist sowas. Herr Zement, möchten Sie vielleicht noch einige Worte über Ihren treuesten Kollegen und Mitarbeiter sagen? Ja. Dann treten Sie vor und lassen Sie alles raus. Er war nicht immer der Einfachste,
aber er war gut, wenn er seine Arbeit erledigt hat. Er war nicht oft da. Er war sehr oft auf Malle, weil er meinte, Mr. Brown kriegt the Frown. Aber es hat nie geklappt. Am Ende war er sehr braun, aber hatte keine Frauen. Leid's mir tut, aber Ruhe und Frieden, mein Kollege. Dein Abschied sind diese zwei Bierdosen. Ruhe und Frieden. Danke, Zement. Ihm hätte es sicherlich gefallen. Ich möchte von den hier Anwesenden noch einer gerne ein paar liebe Worte noch da lassen. Ich habe noch das Geld, noch so ein Sträußchen aus Gänse wünschen. Ja, möchte sonst noch einer was niederlegen, dann möge er vortreten. Ruhe und Frieden, Bob. Bis Bob. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch was ganz Besonderes. Ich habe den Bob Meister ja nur ganz kurz einmal kennengelernt, wo er bei mir das Silo verfuscht hat. Hier die Rechnung. Wow. Ja, auch Ihnen danke ich, Herr Freezy, für diese Darlegung. Ja, zum letzten Schluss möchte ich noch verkünden, und zwar hat mich das Krankenhaus angerufen, wo er obduziert wurde. Es sieht wohl so aus, dass er eine Thrombose im Bein hatte, die sich gelöst hat und eine Lungenembolie ausgelöst hat. Woraufhin er dann, naja, ich sag jetzt mal, relativ friedlich eingeschlafen ist und von dem Ganzen hoffentlich nicht viel mitbekommen hat. Deswegen appelliere ich nochmal an alle hier, die hier stehen. Setzt euch nicht zu lange auf die Maschinen, bewegt euch zwischendurch, achtet auf eure Ernährung. Nicht, dass sowas auch passiert. Danke. Na gut. Dann. Langsam habe ich Hunger. Macht's gut, Leute. Schönen Tag euch noch, ne? Tschüss. Jo. Tschüss. Danke, ebenso. Tschüss. Mhm. Ich dachte, da gibt's dann noch so einen Leichenschmaus. Ja, es gibt leider keine Nachkommen, deswegen. Jetzt werden sie mal nicht so makaber, ja. Gibt es nichts zu essen? Nee, das ist richtig. Ja, dann fahre ich mal wieder. Jo, tschüss. Ja, lass uns scheinen. Der Sport tut ihnen richtig gut. Ja. Das Arschloch. Ja. Da ist einer gestorben hier in Schwatzingen. Nicht schön. Sehr ergreifende Ansprache. Das mit dem Horn war schön. Ja. War sehr, sehr ergreifend. Ich bin jetzt noch total gerührt. Ja. Aber gut, meine lieben Freunde, das war die 100. richtige Folge True Farming. Ich hoffe, die 1:05 haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was kann man zeigen, machen. Ich hoffe, es hat für euch gepasst. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.